Okay, nun, was jetzt? Ah. Da ist der Safe. Perfekt. A, A, D. Was? Geht nicht. Nochmal. D, A. Ah. Was ist denn da los? Nochmal. D, A, D, A. Worum ging es bei dieser Forschung? Das wissen Sie. Es ging um Anthrax und Pocken. Um Gegengifte zu entwickeln, die man bei einem biologischen Angriff einsetzen kann. Könnte man sie militärisch einsetzen? Als Waffe statt als Heilmittel? Nein! Nein? Warum sind die Dokumente dann kodiert? Das wissen Sie. Ich habe zu Hause gearbeitet. Wie lautet das Passwort für das USB-Laufwerk? Wie kann ich den Code knacken? Halt! Stopp! Ich sag's Ihnen. Danke. Na super. Toll gemacht, Bond. Ja, jetzt geht's wieder ab. Das war klar. Also gut. Hallo? Kommt schön rein! Ey, wenn der Gastgeber sagt, ihr dürft eintreten, dann solltet ihr schon reinkommen und nicht draußen liegen bleiben. Hier gibt's bestimmt noch mehr. Was sag ich? Boah, ganz der Mutige, der kommt hierher. Ah. Wow, wow, wow! Okay, wenigstens habe ich ein goldenes Auge jetzt. Das ich eingesetzt habe. So, der nächste. Heute sind aber viele mutig. Der meint, ich bin auf der anderen Seite. Ah, doch nicht. Ja, scheiße, wo bin ich, hä? Hallo? Noch einer. Ah, verdammt. So, das war's. Nachladen? Was liegt da? Was ist das denn? Kann ich das einsammeln? Sieht aus wie eine Geldklammer. Also, dann gehen wir mal runter. Nico, wo sind Sie? Draußen, was ist passiert? Das Casino wurde geschlossen. Das war so klar. Gehen Sie zum Wagen. Fahren Sie vorne vor. Was haben Sie vor? Das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Natürlich das Casino ausräuchern. Hier sind nämlich überall lästige Schaben. Hier ist der Kammerjäger. Wow. Einmal, zweimal und auf Wiedersehen. Du kriegst gleich mal eins. Der hier ist auch mutig. Gut, der war mal mutig. Vorwärts! Hey, da hängt ein Fuß! Oh Mann. Nachladen. Ciao. Hey Leute! Ich wollte nur meine Chips eintauschen. Aber ich denke, die Bank hat geschlossen, oder? Rot oder schwarz? Rot oder schwarz? Ich glaube, ich nehme schwarz. Yeah. Jackpot. Zu Ihrer Information, das Casino schließt heute. Ah, noch mehr Ungeziefer. Ui, 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 ui. Der hier ist wieder mutig.
Hallo? Guck mal, wie mutig der ist. Ja. Dein Mut soll doch belohnt werden. Der Nächste, bitte. Oh, da kommt der nächste Mutige. Der kommt angelaufen wie Hero Man. Haha! Triple Headshot, Baby! Mein Gott, ist dieses Spiel einfach. Und das soll schwer sein? Kommt mir vor wie in Conviction. Nur hier sind die Gegner noch dummer. Und noch einen. So. Jetzt habe ich noch ein goldenes Auge. So. Das war's. Zu schön, um wahr zu sein. Nicht wirklich. Wie viele sind denn noch hier? Gehen wir mal weiter vor. Zwei Stück. Auf geht's. Was für eine hässliche Kunst. Räudige Köter wie ihr. Passt zu Pomerov. So. Noch einer, der Schläge braucht? Nö, das war's. Warum streckt ihr euch? Also, irgendwie strecken heute alle ihre Beine in die Höhe. Noch einer irgendwo? Nee. Gut. Dann geht's weiter. James, ich habe den Wagen vor dem Casino. Wo sind Sie? Bin unterwegs. Machen Sie sich bereit. Ich bin unterwegs. Da ist noch einer. Hier ist noch einer. Ah, ja gut. Gleich mal Munition wieder nehmen. Noch einer. Und drüber. Da ist ein Dresen. Super Deckung. Er schießt ihn! Naja, erstmal treffen und dann weiterreden. Och, seid ihr süß. Ihr seid ja eine süße Rasselbande. Boah. Da oben hast du aber eine stärkere Waffe. Ah, Munition wird knapp. So, das war's. Hoffe ich mal. Nachladen und go. Na, zu schön, um wahr zu sein. Nein. Nein, nein, nein. Du tötest mich jetzt nicht. Ciao. Das war's. Mein Gott, was für ein Leichenhaufen schon wieder. Oh, eine G36. Her damit. Sofort her damit. Gibt's noch hier irgendwo einen, den ich abschlachten kann? Das sieht ja cool aus. Geht nicht mal kaputt. Ah. Boah, du wirst doch jetzt nicht das Auto zerstören. Das können die nicht machen. Das können die nicht bringen, das Auto zu zerstören. Oh, zum Glück nicht. Hier, hoffentlich ist es trocken genug für Sie. Was trinken Sie? Das Gleiche, pur. Ich stehe nicht auf Mädchendrinks. Und, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Nicole, würden Sie 007 und mich einen Augenblick entschuldigen? Das ist streng geheim. Natürlich, kein Problem. Wir können reden. Was haben Sie rausgefunden? Wir haben die Dokumente übersetzt, die Sie in Pomerovs Büro fotografiert haben. Die meisten waren wohl Rechnungen für hochkomplexe Chemieproduktionsgeräte. Der Lieferort war eine Chemiefabrik in Sibirien, die er vor kurzem wieder in Betrieb genommen hat. Dann ist es klar. Man hat Tedworth gefoltert, damit er das Passwort für seine Forschungsdaten verrät. Er arbeitete an Gegenmitteln zu Anthrax und Pocken für die Armee. Aber man könnte sie auch als Waffen einsetzen. Das befürchten wir. Nein.
Das befürchtet die ganze Welt. Sie müssen herausfinden, ob das alles stimmt. Halten Sie ihn auf. Vielleicht kann Ihnen Miss Hunter bei Ihrer Suche assistieren. Ja, ich spreche mit ihr. Gut. Viel Glück, Bond. Fertig? Ich muss mir Pomerovs Fabrik in Sibirien ansehen. M hat vorgeschlagen, dass Sie mir dabei assistieren. Ich brauche einen Flug, Bodentransport, einen Kontakt vor Ort und... Moment, Moment, nicht so schnell! Ich habe Pomerov gesagt, dass ich auf sein Geschäftsangebot zurückkomme. Die perfekte Tarnung für uns beide in der Fabrik. Für uns beide? M sagte assistieren und nicht begleiten. Wie soll ich Sie denn bitte sonst nach Sibirien bringen? Lassen Sie mich raten, ein Freund von Ihnen hat ein Flugzeug? Kann ich bitte mit Rudolf sprechen? Warum überrascht mich das nicht? Sie werden es lieben. Es hat eine Dusche, einen Weinkeller und ein riesiges, rundes Bett. Ein Weinkeller? Ja, ich warte. Ein Flugzeug. Was? Was soll denn dieser Blick? Sie werden alles für sich haben. Ich sitze im Cockpit und fliege. Ach so. ich kann's nicht... Nett von Ihrem Freund Rudolf, uns den Wagen zu leihen. Macht Ihnen das nichts aus? Er hat 6 davon, schon in Ordnung. Ja. Was soll man hier sonst mit seinem Geld? Außer Uhren und Schmuck kaufen. Sind Sie sicher, dass Sie das durchziehen wollen? Ich kann einfach nicht glauben, dass Pomerov etwas Böses vorhat. Er war für mich wie ein Onkel. Der Fabrikeingang liegt da vorne. Tun Sie einfach, was ich gesagt habe. Alles nach Plan, dann wird alles gut. Das ist kein Spiel. Ob Sie wirklich als mein Leibwächter durchgehen? Ganz ohne Leibwächter wären Sie wohl verdächtiger. Ja, so ist Russland. Ohne ist man ein Niemand. Schön. Sie können das bestimmt gut verkaufen. Was denn, Navidje? Ich möchte zu Stefan Pomerov. Werden Sie erwartet? Glauben Sie, ich bin nur zufällig in Sibirien? Mein Leibwächter muss irgendwo warten können. Wo bekommt er Wasser und Brot? Parken Sie da drüben. Er kann im Schuppen warten. Spasiba. Im Schuppen mit Wasser und Brot. Und ohne Waffen. Ganz toll. Also gut, ich gebe Ihnen 5 Minuten, um in Pomerovs Büro zu kommen, bevor ich Ärger mache. Damit komme ich klar. Das ist der Plan. Gut. Ja? Entschuldigen Sie die Störung, 007. Wir haben uns in Pomerovs Hauptrechner der Raffinerie gehackt und die Forschungsdaten von Tedworth gefunden, aber wir konnten sie nicht schnell genug lesen. Sie müssen zum Serverraum gehen und über das Hauptterminal darauf zugreifen. Ich denke, wir kommen dahin. Gibt es Anweisungen? Ich markiere die Position auf Ihrem Telefon. Gut. Serverraum. 80 Meter. Da drüben. Alles klar. Das Auto. Warum auch immer. DDA. Ah! Ich hasse diese Spiele. Also nochmal. DDA. D. Ach komm! Ich hasse es. DDDAAA. Danke. Sesam, öffne dich. Und wir laufen ganz cool rein. Interessant. Wo geht's lang? Ja, ich weiß, dass ich rennen kann, aber ich wollte mich nur mal umschauen.